Kollegen, die Reinigung der Maschine möglichst effizient mit wenig Wasser und wenig Abwasser. Als erstes müssen wir das Material, was sich im Trichter noch befindet, retten. Dazu drehe ich den Druck runter, drehe die Düse auf Reinigungsstellung und entleere die Pistole über den Rand des Eimers in den Eimer. Bisschen mehr Druck. So, wenn man jetzt in den Trichter guckt, dann sieht man, dass das Material nach unten fließt. Das kann ich noch mit dem Pinsel nachschieben. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist, die Maschine zu entleeren, indem ich den Überlauf in den Eimer halte und den kleinen Kreislauf der Maschine öffne. Das geht schneller. Und ich habe dann sehr schnell die Maschine leer. Beide Möglichkeiten kann man machen, ist eine Geschmackssache. Reinigen der Pistole erfolgt über den gleichen Weg. Man macht jetzt Wasser in die Maschine, reinigt damit den Trichter. Das war jetzt ungefähr ein Wasserglas, 200 Milliliter. Mehr habe ich dafür jetzt nicht benutzt. Dann kann ich das Material, was im Schlauch ist, entweder im Eimer retten oder in den Abfalleimer, Abwassereimer. Ich rette jetzt erstmal die erste. So, hier sieht man auch ganz klar das Material. Man hört das Maschinengeräusch, wenn das Wasser kommt. Deswegen höre ich jetzt mal auf und ich habe immer noch Sattmaterial, aber man hat ein sehr gleichmäßiges Maschinengeräusch. Der Kolbentrieb hört sich gleichmäßig an und jetzt ist das Wasser da. Jetzt muss die Maschine natürlich mehr gereinigt werden als nur in einem Durchlauf. Deswegen nehmen wir die Überlauf, den Überlaufschnorchel in den Abwassereimer und machen einmal eine Komplettspülung, sodass kaum noch Material bzw. Wasser in der Maschine ist. Jetzt nochmal einen neuen Schluck Wasser. Das ist jetzt so hoch verdünnt, dass ich auch mit der Hand reingehen kann, den Trichter rausholen, ohne dass ich nun die Hände eingesaut habe. Den trockne ich erstmal ab, ohne dass die Maschine in Betrieb ist, mache ich das Knie vom Trichter einmal mit dem Spülwasser sauber und jetzt spüle ich erneut über den kleinen Kreislauf die Maschine sauber. Maschine an, kleiner Kreislauf ist aus. Letztes Mal Wasser in die Maschine.
Ich spüre die Maschine wieder vor. Das nur kurz, damit ich im Überlaufschlauch Wasser drin habe, was sauber ist. Mach die Maschine an. Gehe auf den Hauptkreislauf und reinige meine Pistole, egal in welche Richtung. Auch hier erkennt man dann, nach einiger Zeit wird das Wasser klarer. Vielleicht so besser sehen, dass man jetzt wirklich davon sprechen kann, dass man kaum mehr Rückstände vorhanden ist. Zu guter Letzt nehme ich die Düse raus. Spüle die sauber. Trockne die ab. Und dann bekommt sie gegen die Korrosion einen Schluck WD-40. Im Winter empfiehlt es sich jetzt in diesem Stadium ein bisschen Frostschutz durch den kleinen Kreislauf, dass die Pumpe geschützt ist, laufen zu lassen. Gerne auch durch den Schlauch, dann kann man, wenn die Maschine über Nacht im Auto steht, auch bei Frosttemperaturen die dann am nächsten Tag in Betrieb nehmen. Gut, einen habe ich noch vergessen. Wir müssen natürlich die Maschine ausschalten und den Druck aus der Maschine nehmen, indem ich den kleinen Kreislauf öffne und somit die Pumpe entlaste. Dann ist hier der Druck aus der Pumpe und sie kann weggestellt werden.